Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich, denn gerade ist die Glossybox bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossybox ist die, weiß ich nicht, in meinen Augen die Urmutter der Glossy, nein, der Glossyboxen vor allem, der Beautyboxen. Sie erscheint monatlich, enthält zwischen, ja, eigentlich 5 Beauty-Produkte mindestens, ne? Man hat aber auch manchmal so 6 oder 7 mit dabei. Wir müssen mal gucken, was wir jetzt im Juli mit dabei haben. Genau, sie kostet ab 12,50 Euro monatlich und man kann die halt im Abo bestellen. Und ich verlose in diesem Video auch eine Beauty-Box an euch, also eine Glossy-Box. Ich weiß nicht, ob meine Glossy-Box, also die ich selber im Abo habe, zeitig ankommt. Ansonsten wird es eine der vergangenen Glossy-Boxen sein, genau. Denn die erscheint immer irgendwie so ein bisschen zeitverzögert. Ich bekomme erst die PR-Box und dann ein bisschen später meine normale Box. Und ja, genau, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Und ich bedanke mich von Herzen bei euch und beim Glossybox-Team, dass die Kooperation überhaupt besteht. Ich finde, das ist unglaublich. Ich finde es cool. Und ja, diese Box ist wunderschön, oder? Das ist, ja, so eine Schatzkiste sieht es aus. Also hier haben wir so ein maritimes Muster drauf. Hier haben wir wirklich so wie so ein Schloss. Und normalerweise ist es so, dass es ein Deckel ist und so weiter, ne? Und hier haben wir tatsächlich so. Oh, ich lieb's. Voll schön. Und guck mal, wie das von innen aussieht. Ich habe auch noch gar nicht reingeschaut. Ich bin super gespannt. Also es ist halt wirklich, ne? Passt irgendwie. Riecht nach nichts. Und das Motto scheint Beauty Treasures zu sein. Mhm. Okay, dann schauen wir doch mal rein. Und das war irgendwie auch immer wieder ein Reim. Eine Lady, die so richtig cool aussieht im Boho-Style mit so ja, Glitzer an den Wangen. Ne? Also das ist wahnsinnig schön. Mir gefällt das Titelbild total. Ja, definitiv. Ich bin jetzt mit dem Urlaub leider durch. Also ich habe meinen Sommerurlaub schon hinter mir, aber ich glaube, die meisten stehen kurz vor ihrem Sommerurlaub. Ich schaue immer ganz gerne rein, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Sprich, was sind so die Hintergründe vom Motto und was möchten die uns so als Vibe mit an die Hand geben? Die Beauty Treasures Edition. Dein persönliches Beauty-Juwel im Juli. Mitten im Jahr, mitten im Sommer und mitten im Leben. Der Juli fühlt sich einfach richtig an. Nicht zuletzt dank unserer Beauty Treasures Edition, die eine ganz besondere Überraschung bereithält. Das wunderschöne Special Design, das an eine echte Schatztruhe erinnert, birgt wahre Beauty-Kostbarkeiten. Überzeuge dich selbst und zaubere dir mit der, Mensch, hier wird einfach mal gespoilert, mit der Ultra Glow Highlighting Bronzing Palette von Bella Pierre Cosmetics einen Teint, bei dem selbst mehr Jungfrauen blass vor Neid werden. Und dann geht es weiter mit irgendwelchen komischen Spoilern, die wir nicht wissen wollen. Komm in Urlaubsstimmung und entdecke neue Kosmetikschätze für deinen perfekten Strandlook und bring deine Beach Beauty zum Strahlen. Wir zeigen dir, wie es geht, auf Social Media, im Online-Magazin, auf glossybox.de/magazin und natürlich dank der unentbehrlichen Must-Haves aus der Julibox. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht allzu viel Sonnenpflege mit dabei haben. Ich hoffe, dass wir auch nicht irgendwie so ein Texturierspray für die Haare haben. Ich mag nicht so gerne diese Salzsprays, die die Haare so strähnig wirken lassen. Highlighter ist ja schon angeteasert worden. Die Lady trägt ja auch ein richtig poppiges Viech da. Und ja, gut. Wir machen das Schätzelein hier mal auf. Und ja, immer haben wir ein Seidenschleifchen, was wir einmal öffnen. Und ein Seidenpapier, was mit einem Klebi verschlossen wird. Das mache ich vorsichtig auf, weil das hier ist so eine perfekte Geschenkbox. Und eine Freundin von mir hat bald Geburtstag. Vielleicht nehme ich das auch, also meine Glossy, oh, ich habe zerrissen, meine Glossy Box hier als Geschenkbox. Sowas ist immer ganz praktisch. Ich bewahre die generell auf, ne? Ob die als Versandkartons oder als Aufbewahrungsboxen. Familie und Freunde freuen sich immer sehr, wenn sie Aufbewahrungsboxen von mir bekommen. Hier haben wir den ersten Blick in die Box und hier lächelt mich schon was an, was ich tatsächlich schon in der Glossybox Men drin hatte, die ich schon ausgepackt habe, aber noch nicht veröffentlicht habe, weil irgendwie ständig ziemlich coole Sachen dazwischen gekommen sind. Grace and Stella, Down for the Peel. Das ist eine Fußmaske, die du etwa eine Stunde drauf lässt und dann innerhalb von 5 bis 7 Tagen schält sich so wundervoll deine Haut von den Füßen, also so die oberste Hautschicht, ne? Das ist so schön gegen Hornhaut und so ein Kram. Das ist ganz toll, wenn man so
nice Sommerfüße haben möchte. Ich möchte aber zu bedenken geben, dass wenn man diesen Peeling-Prozess durchlebt, dass die Füße nicht unbedingt ansehnlich aussehen. Ich kann euch auch mal ein Video hier oben verlinken, da habe ich auch schon mal so eine Maske ausprobiert. Das heißt, gerade im Sommer, im Hochsommer, wenn ich offene Schuhe trage, werde ich sowas eher weniger verwenden. Außerdem ist es so, dass die Füße danach natürlich deutlich empfindlicher sind, weil ja die oberste Hautschicht ab ist, ne? Das heißt, da würde ich jetzt nicht unbedingt durch richtig aufgewärmten, heißen Strandsand laufen. Ich glaube, das könnte meinen Füßen ein bisschen wehtun. Deswegen, ja, irgendwie passend, aber hätte ich vielleicht so ein, zwei Monate vorher in eine Box mit reingepasst, damit man sich ein bisschen besser auf den Sommer vorbereiten kann. Und ja, es ist, ne, aber trotzdem ein cooles Produkt und wird auch von mir verwendet. Ich denke eher weniger jetzt, weil wie gesagt, offene Schuhe und so. Naja, gut. Ich sehe hier aber noch weitere Produkte drin. Natürlich, es sind ja auch fünf Produkte. Ich kann das aber... Ja, ich habe jetzt einen anderen Schrank. Der ist jetzt ein bisschen tiefer. Sieht man das? Ja, man sieht es viel besser. Läuft. Okay, das boxiere ich hier mal raus. Und zwar haben wir ein Deo hier drin von 8x4. In der Farbe, ach Quatsch, in der Farbe, in der Geruchsrichtung Nummer 15 Frozen Berry. Das finde ich schön, das soll 48 Stunden Deo-Schutz geben. Ich vertraue sowas ja nie wirklich, ne? Also ich verwende Deo schon öfters als alle 48 Stunden, genauso wie ich öfters als alle 48 Stunden duschen gehen würde. Aber gut, ja, jeder so wie er meint. Genau, ein Deo kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Gegen Schweiß, definitiv, ja. Long-Lasting Freshness, 0% Aluminium, das ist auch ganz nett. Wobei man jetzt herausgefunden hat, dass diese Aluminium-Geschichten ja gar nicht so ultra schädlich sein sollen. Das heißt, diese Theorie wurde ja irgendwie auch widerlegt. Habe ich jetzt schon bei mehreren gehört. Ich habe jetzt so, glaube ich, keine Quellenangabe, die ich reinpacken kann. Und in die Infobox ist halt, denn ich finde was. Ich gucke mal, was ich so finde, ne? Auf jeden Fall ist dieser Schrei gegen Aluminium in Deos nicht mehr so riesig. Genau, aber finde ich schön. Ich mag so fruchtige Düfte auch sehr gerne im Sommer. Frozen Berry, das heißt, es gibt nochmal so einen leichten frischen Kick. Ich glaube, das kommt ganz gut. Jo, kann man sich gönnen. Dann habe ich hier was drin. Das hatte ich letztens. Hatte ich das auch in der Männerbox drin? Das kommt mir so bekannt vor. Dieses Waschgel von Yves Rocher Pure Alg. 3-in-1 Marines Make-up Entferner Jelly mit Mikroalgen. Ach, guck. Für Gesicht und Augen ist das geeignet und das ist auch ein Produkt, was sehr passend für den Sommer ist. Ne? Man ist halt entweder, dass man vorher irgendwie geschwommen hat und dementsprechend Salzwasser, Chlorwasser oder was auch immer, Schweiß, Salz, bla. Im Gesicht, dann ist es immer schön, wenn man einfach mal so abends sich das Gesicht reinigen kann. Man sollte sich auch jeden Abend das Gesicht reinigen. Das entfernt aber jetzt auch noch nebenbei Make-up, was ich ganz toll finde, weil ich mich eigentlich auch so gut wie jeden Tag schminke und sowas auch verwende. Ich verwende das dann beim Double Cleansing, das heißt, das Ding steht bei mir unter der Dusche und bevor ich in die Dusche gehe, nehme ich meinen Abschminkbalsam, mache das über mein Gesicht, rubbel, rubbel, tüdü, löse das Ganze schon mal so ein bisschen an, sehe aus wie, keine Ahnung, ja, wie ein Schornsteinfeger, würde ich jetzt einfach mal so sagen, der kurz ein bisschen zu tief in den Schornstein hineingeschaut hat und gehe dann einfach unter die Dusche, wasche das einmal kurz runter und dann kommt sowas nochmal, um das Ganze etwas intensiver zu reinigen. Wenn ich mich gar nicht schminke, verwende ich natürlich keinen Abschminkbalsam, sondern nur so ein Produkt unter der Dusche und ja, meiner Haut gefällt es ganz gut und ich finde sowas auch ganz nett. Das ist ohne Sulfate, Inhaltsstoffe, natürlichen Ursprungs zu 99%. Auch das finde ich sehr, sehr sympathisch. Genau. Guck, das war das dritte Produkt. Auf jeden Fall sehr brauchbar und sinnvoll. Dann haben wir hier etwas mit dabei von Aurica. Aura, oh Gott, das ist etwas dunkler Beige auf hellbeigem Untergrund. Herzlichen Glückwunsch, das kann man bestimmt ganz toll lesen. Das ist auch nochmal so eingeschweißt in Folie und das ist super flüssig. Das ist aber bis hierhin nur gefüllt. Okay. Ich nehme mir mal lieber das Heftchen zur Hand, weil ansonsten fallen mir gleich die Augen aus dem Kopf vor lauter hin und her gegucke. Okay, jeder hätte auch diese Fußpeeling-Maske mit dabei und auch von Aurica Aura Body Fragrance Mist. Okay, das ist ein Bodyparfüm und das soll einen Wert von 25 Tacken, 23 Tacken haben. Krass. Ein Duft, der an eine laue Sommernacht in den Tropen erinnert. Blumig, pudrig und super sexy versprüht dieses Alkohol sowie tierversuchsfreie und vegane Body Mist Sommervibes pur. Sprüh sie dir einfach auf die Haut auf und genieße die duftende Wolke, die dein Body zart umhüllt. Bei Bedarf aus 15 cm Entfernung auf den Körper, nicht in die Augen sprühen. Okay, also das macht man sich dann einfach auf den Körper drauf. Ich bin kein großer Fan von Body Mists, sage ich jetzt einfach mal dazu. Ich trage eher Parfums.
Und ja, aber gut, jetzt haben wir hier so ein Ding mit dabei, das kann ich ausprobieren. Das kommt dann auch in meinen Full-Face-Beauty-Boxen wahrscheinlich mit rein, ne? Da teste ich auch mit euch die ganze dekorative Kosmetik, die mit den Beauty-Boxen drin ist, sowie Nagellacke, Parfums, alles, was man halt gerade so in dem Video ganz gut gebrauchen kann. Und das machen wir dann gemeinsam, um zu schauen, wie das Ganze, wie man das auch am besten anwenden kann, ne? Ich kann das jetzt einfach mal schütteln und ich rieche direkt diesen pudrigen Duft. Hier an der Verpackung direkt. Das riecht ein bisschen nach Klo, muss ich gestehen. Aber gut, wir sprühen es mal auf den Arm auf. Sehr, sehr fein. Das finde ich schon mal schön. Das riecht jetzt erstmal sehr gut. Dieser Klo-Duft kommt jetzt gerade nicht so raus. Ja, sie sprüht sich einfach komplett die Arme ein. Das ist vollkommen in Ordnung. Wenn es danach im nächsten Moment nicht mehr gut riecht, dann ist blöd, ne? Sammy, was sagst du eigentlich dazu? Er schläft lieber eine Runde. Oh, der ist total müde. Ist auch Schiedwetter aktuell, ne? Ja, das riecht einfach nach frisch. Also das Muffige, was ich eben gerochen habe, das kommt so gar nicht raus, aber es riecht nach einem angenehmen, pudrigen Duft tatsächlich. Also das gefällt mir auch wohl. Ist auch sehr cremig. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass das genau in den Sommer reinpasst. Es ist auf jeden Fall ein schöner Duft, den man sich geben kann, aber ich glaube, so Bodysprays verwendet man auch eher so Richtung Sommer, wenn man eher so leichtere Düfte nimmt, ne? Deswegen kommt das eigentlich ganz gut. So, ein Produkt habe ich hier noch drin und eine Probe. Komm, wir nehmen erstmal die Probe. Das ist Bruno Banani Not for Everybody Woman Eau de Toilette. Ja gut, ne? Das ist so eine kleine Mini-Probe. Die hat man jetzt einfach als ja, Teaser, wie auch immer, mit dabei. Kann man sich gönnen. Hatte ich das schon mal in groß? Ich weiß das gar nicht. Es kommt mir so bekannt vor. Ich hatte damals von Bruno Banani dieses pinke. Das war auch echt toll. Das war so für Jahre mein Statement-Duft. So in meiner Jugendzeit. Ne? Als ich mit meinem Freund zusammengekommen bin, hatte ich das. Und das habe ich mir immer wieder nachgekauft. Ich habe es geliebt. Und irgendwann habe ich es nicht mehr gekauft. Und ich habe es gar nicht mehr da. Ist auch interessant. Aber gut, ja. Ist hier mit drin. Finde ich ganz schön. Und ja, ne? So ein Prüppchen kann man gebrauchen, wenn man sich mal durchtesten will. Dekorative Kosmetik. So, jetzt habe ich hier das letzte Produkt und wahrscheinlich auch das Highlight des Ganzen, denn es wurde ja auch schon angeteasert von Bella Pierre Cosmetics Ultra Glow Highlighting and Bronzing Palette. Wir hatten auch schon mal eine Blush Palette in diesem Format mit in den Boxen drin. Die hatte ich auch mal sogar als komplette Lidschattenpalette verwendet. Fand ich eigentlich ganz schön, habe ich aber letztendlich weitergegeben, weil ich gesagt habe, komm, solche Töne habe ich zuhauf in meinen Paletten drin für meine Augen. Und als Blush fand ich das zu intensiv, also zu krass. Ne? Also Lidschatten ja, aber Blush fand ich nicht so geil. Und jetzt bin ich gespannt, wie das hier jetzt aussieht. Okay, wir haben tatsächlich 4 Fännchen, einen schönen großen Spiegel mit dabei. Und auch das schreit nach einem Lidschattenlook, muss ich gestehen. Ne? Also wir haben einen matten Bronzer mit drin. Sehr, sehr mutig, sowas reinzupacken, muss ich auch gestehen, weil nicht jedem wird dieser Bronzer passen. Der hat leichte Schimmerpigmente auch mit dabei. Und das können wir jetzt einmal swatchen. Oh, das fühlt sich weich und samtig an. Das gefällt mir schon mal. Also das schreit direkt nach einem Lidschattenlook, finde ich. Also so, ne, könnte ich den Look, den ich jetzt drauf habe, safe mit schminken. Ich bin jetzt vorsichtig mal reingegangen in die Palette und hier haben wir die 4 Töne. Und ich würde fast schon sagen, dass wenn überhaupt 2 von den Highlightern bei mir passen würden, jedenfalls hätte ich das im Fändchen gedacht. Ja, 2 Highlighter passen definitiv, der dunkelste eher weniger. Und der Bronzer ist schon recht warm, sieht aber tragbar für mich auch aus. Also eine schöne Palette wird ausgetestet. Das wird wirklich ausgetestet. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich finde es ein bisschen schwierig natürlich. Mit dem Highlighter-Pinsel kommst du in die 3 Töne rein. Hier hast du ein bisschen Probleme mit dem Bronzer-Pinsel, ne? Weil gerne fluffel ich einfach drin rum. Ich verwende aber aktuell auch die Transition-Palette von Dominique Cosmetics. Und da habe ich mir auch angewöhnt, dann auch relativ kleine Pinsel zu verwenden. Also so ein Zwischending zwischen Puder- und Highlighter-Pinsel kann man auch super verwenden, um da in die Fähnchen reinzugehen und das Ganze aufzutragen. Erfordert ein bisschen Übung, aber es geht klar. Das heißt, auch mit solchen Pinseln würde ich hier den Bronzer auftragen. Und ja, doch, also das war definitiv eine schöne Box. Ich gucke mal eben schnell durchs Heftchen durch, was es sonst noch theoretisch gegeben hätte. Also man hätte auch noch Schwarzkopf Professional Blonde Me haben können. Das hätte natürlich gepasst. Sowohl Shampoo als auch die Maske hätte man mit dabei haben können. Genau. Dann hätte man von Schwarzkopf Professional BC Bonacure, nee, doch, hätte man irgendwie gefühlt auch die ganze Reihe haben können.
Shampoo, Spülung und ein Treatment. Also das ist hier auch aufgeführt. Eventuell befindet sich eines dieser Produkte in deiner Box. Nö. Ich habe dafür das 8x4 Deo bekommen. Ja gut, komme ich mit klar. Alverde Augencreme, Bio Wildrose wäre alternativ auch noch mit dabei gewesen. Akaya Ampullen hätten auch mit dabei sein können in der Aloha Edition. Richtig schön, hätte ich mich auch echt drüber gefreut. 4x, 2 Milliliter. Wow, richtig krass. Es hätte auch drin sein können, anstatt von diesem Make-up-Entferner-Jelly oder was auch immer, die Mud Masky Serum Infused Eye Mask im Wert von 49 Euro. Die hatte ich schon mal in der Box mit dabei und ich glaube auch in einem Adventskalender oder in der Männerbox. Ich weiß es gar nicht. Verwende ich aktuell tatsächlich auch, wenn ich Crememasken verwende. Und das ist natürlich hammermäßig, wenn jemand diese Eye Mask mit drin hat, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, weil das ist krass, ne? Ich glaube, da werden viele neidisch sein. Das ist auch das, was viele immer so als Kritik ausüben, dass sie sagen, Mensch, das ist so super unterschiedlich, was man in der Box theoretisch drin haben könnte. Ein bisschen unfair manchmal, ne? Dass du entweder ein 8x4 Deo hast oder kabam für 49 Euro so eine Augenmaske. Ist ein bisschen, ja, schwierig, ne? Und im August erwartet uns tatsächlich die 10th Birthday Edition, denn 10 Jahre Glossy Box. Das ist eine Dekade voller Beauty-Liebe, rührender Glossy-Momente und jeder Menge rosa gefärbter Erinnerungen. An unserem Jubiläum lassen wir es so richtig krachen und sind glücklich, dich an unserer Seite zu haben. Neben einer vollgepackten Box gibt es designtechnisch diesmal, in sich hat, darfst du auf jede Menge Überraschungen auch außerhalb unserer Box gespannt sein. Schnall dich an und mach dich bereit für den unvergesslichen Glossy Geburtstagsmonat aller Zeiten. Unvergesslichsten sollte das wahrscheinlich heißen. Und das sieht schon mal sehr fancy aus. Ich habe euch auch, also ich kann euch zwei Gutscheincodes anbieten. Das ist einmal der Freunde werden Freunde Code Claudia-RSQ. Das ist dieser Code, den man halt hat, wenn man ganz normal die Glossy Box abonniert. Da bekommt ihr, ich glaube, 5 Euro Rabatt und dann habe ich noch einen 20% Coupon, also Coupon ist gut, Gutschein, den ich halt durch die Kooperation habe und ich habe euch beide jetzt einfach mal mit eingeblendet. Durch meinen Code, den ich persönlich habe, sammle ich dann selber auch noch Glossy Points, das heißt, ich bekomme dann so eine Art Rückvergütung, wie auch immer, Freunde werden Freunde halt, ne? Und bei dem von Glossy Box spart ihr, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich bekomme aber halt keine Rückvergütung. Also sucht euch gerne einen aus, macht, was ihr möchtet oder was halt gerade für euch am besten passt, sage ich mal. Ich weiß auch nicht, ne, wie das so werttechnisch sich dann auswirkt, je nachdem, was für ein Abo man sich dann wahrscheinlich auch nimmt. Ihr Lieben, probiert euch gerne aus. Ich persönlich muss sagen, dass ich jetzt durch diese Box, die jetzt leider leer ist, doch einen schönen Sommermoment bekommen habe. Das mit dem Highlighter gefällt mir eigentlich ganz gut, weil das schon so ein Highlight im wahrsten Sinne des Wortes ist. Und es ist ein schönes Sommerprodukt, denn ich trage jetzt auch wirklich gerne so nasse Highlighter und Glow. Und ich mag das einfach gerne im Sommer. Mag ich eigentlich über das ganze Jahr, aber jetzt ganz besonders. Und das mit der Fußpeelingmaske hätte ich mir wahrscheinlich wirklich ein paar Monate vorher gewünscht. Deo passt, Make-up-Entferner passt, ja, das Spray, Bodyspray riecht auch gut, passt auch wohl ganz gut, ne? Und das war jetzt auch der Inhalt der Box. Wie gesagt, hat mir gut gefallen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen aus diesem Jahr. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!